Ahoi Leute, Phoenix hier. Heute zeige ich euch mal ein Gameplay zu Path of Exile. Ich muss jetzt nachgucken. Mein Sponsor hat mich heute gefragt, ob ich da das Spiel nicht mal ausprobieren möchte. Das Ganze ist ein Free-to-Play und soll mehr oder weniger wie Diablo sein. Er hat es netterweise das bessere Diablo 3 getauft. Ich werde mich davon jetzt erstmal noch überzeugen und lasst euch dabei mal zuschauen. Was haben wir denn hier? Wir sind jetzt schon in der Charakterauswahl. Wir haben die Hexe. Gott. Den Duellisten haben wir hier. Den Ranger. Marodeur. Na, komm nach vorne. Boah, bist du hässlich. Geh wieder. Komm, weg mit dir. Na, das scheint so eine Art Dieb zu sein, der Shadow, und der Templar ist wahrscheinlich so eine Art Mönch. Da ich es aber nicht so mit Gott habe, nehmen wir doch einfach mal die Witch. So, Name, Dark X. Phoenix. Und wir verbinden uns mal mit dem Server. Type a dollar before your chat message to talk and trade chat. Okay. Wir scheinen gestrandet zu sein. Gehen wir mal gucken. Das Ganze sieht schon mal aus wie Diablo, würde ich sagen. Driftwood Went. Das scheint alles auf Englisch zu sein. Oh, wir haben gleich drei Sockel drauf. Mal gucken, ob das so zufällig ist oder nicht. Rolle der Weisheit. We're all that made it. They dumped two dozen of us exiles off that ship. Guess that makes us the lucky ones. Luckier than this poor bastard beside me. At any rate. Splinter sticking out of me? Missed all the important bits. I saw smoke at those ruins up the beach. Go get some help. And a mic chest. Alles. Okay. Feuerball Level 1. Ach, wir müssen den da in den Sockel machen, damit wir das können. Gut, wir spielen das Ganze in Full HD. Ich zoome mal hier so ein bisschen ran, damit wir unser hübsches Mädel hier mal sehen. Hat noch keine Schuhe, nichts. Minimap erinnert mich so ein bisschen an Diablo 2. Nicht ganz detailliert, aber... So, hier so ein paar Kisten kaputt. Da ist doch schon wieder so ein Ertrunkener. Komm her. Nein, geh weg. Komm her, geh weg. Und noch einer. Na, das war einer zu viel. Hier ist eine Truhe. Was haben wir denn hier, Hübsches? One-Handed Mace. Wenn wir den jetzt hier reinmachen, können wir dann den da wieder raus? Nee. Ah, doch, Tatsache. Das geht also. Der macht 5 bis 8, der 4 bis 7. Okay, hier ist schon ein bisschen mehr Action. Hier haben wir jetzt auch Skorpione. Also ich muss sagen, die Grafik und die Atmosphäre gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Ich spiele es jetzt auch zum allerersten Mal, also ist das so ein Blind-Gameplay. Gut, den heben wir jetzt einfach mal auf. Was haben wir hier denn? Also gleich zu Anfang schon... Na, kein Mana. Ja, gleich zu Anfang kein Mana. Ne, gleich am Anfang schon einiges an Gegnern hier. Dann prügeln wir uns jetzt mal mit den Ertrunkenen. Ich sehe gerade, die ziehen mir auch einiges. Ich muss sagen, grafisch gefällt mir das echt gut, so diese düstere Atmosphäre. Einen Bogen haben wir auch schon mal gefunden. So, den hauen wir jetzt noch ein paar Mal. Ja, ziehen wir uns mal einen Heiltrank rein.
Oh, eine Plattenweste. Das sieht doch gut aus. So, den auf weg. Hauen wir erst den Angehitteten kaputt. Im Wasser stehen auch noch so ein paar Ertrunkene. Dafür, dass sie ertrunken sind, sind die auch noch ziemlich beweglich, muss ich sagen. Ja, da haben wir das erste Level ab. Oh, was ist das denn? So, Spell Damage oder Mana Regeneration. Wir gehen jetzt mal auf die Mana Regeneration, weil wir da ja eben gerade schon Probleme mit hatten. So, wie komme ich hier raus? Einfach mal. Ja, Escape war richtig. Die lassen auch nichts fallen. Ah, dich machen wir kaputt. Dich auch. Dich sowieso nicht erschrecken, falls gleich irgendwelche Nachrichten kommen. Ich habe nebenbei Facebook offen. Ach, der macht sogar so ein bisschen Flächendamage, der Feuerball, wenn wir jetzt hier mehrere haben. Wir können auch schön hier so ins Wasser laufen. So, ist gut. Ich würde jetzt... Was war das denn? Oh, shit. Der ist ein bisschen größer. Mal erstmal den kleinen hier kaputt. Da geht's nämlich schon los mit Facebook. So, ich hätte gerne meinen Mana-Trank benutzt. Dankeschön. Damit wir diesen Hillock hier kaputt kriegen, diesen großen. Na komm. Der hat nämlich zusätzliches Leben. Nix damit zuhauen. Drifted Woodwind haben wir. Life Flask. Gucken wir noch was hier. Wir haben schon einiges eingesammelt. Der macht 8. Der macht auch 8. Und der hat auch direkt 2 Sockel drauf. Ich sehe gerade, dass ich den Feuerball nicht endlos benutzen kann. Glaube ich zumindest. Oder? Füllt sich da wieder... Der füllt sich wieder auf. Tatsache. Was war das jetzt? Ach. So, Antivirus, verschwinde. Ey, wer spuckt denn hier auf mich? Ein Sandspucker war das. Plattenweste haben wir wieder hier. 14, machen beide 14, also scheint nicht zu variieren. Jetzt habe ich gerade so ein paar kleine Level... Ach, kleine Level-Ups, kleine Legs. So, der Feuerball, den kann man anscheinend auch leveln, also seine eigenen Zauber. Jetzt weiß ich auch, was das war. Das verbraucht das nicht, das ist einfach nur der Level-Fortschritt von dem Feuerball gewesen. Finde ich ja interessant, dass man so die Fähigkeiten levelt. Haben wir jetzt hier auch eine große Karte? Nee. Da gibt es einen Online-Shop, also hier wird man auch wieder so Punkte kaufen können müssen, um bestimmte Sachen zu kriegen. Gehen wir nochmal gucken, ob wir hier irgendwo eine Stadt oder sowas finden. Oh, sorry. Ach, der ist aufgespießt. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist blöd gelaufen für den. Tut mir leid. So, was haben wir denn? Oh, das sieht entweder nach einem Dorf aus oder... Lion Eyes Watch sind wir hier. Scheint eine Stadt zu sein. Hab zumindest ein gutes Gefühl dabei. Stash. Stash haben wir hier auch. Das gefällt mir. Small Life Race. Muss man erst identifizieren, genau wie den hier. So, du gehst mal heute wieder zu. Aber wir können identifizieren. Jetzt haben wir 5 bis 8 Damage. Dann tauschen wir den doch einfach mal. Nehmen den da raus hier. Mit Rechtsklick packen den da nicht rein. Gut, scheint nur in den blauen zu gehen, dass wir da Zauber reinmachen. Nächster, Bestel Notice Board. Also, warum sind die alle so viel größer als ich? Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, don't tell me.
Ah, ich scheine schon die erste Quest gemacht zu haben. Klicken wir jetzt einfach mal auf Continue. Spell Duration. Lightning, Cold. Eine Minion wollen wir noch, ne? Quest complete. Was ist denn das? Raise a Zombie. That would just make life complicated. Gut, das dürfen wir hier nicht. Wir gucken uns so ein bisschen hier in der Stadt um. Auf den Terrassen wollen wir jetzt auch nicht chillen. A whitefish, waterlogged, witch, washed up in ray claws. That's the first line of the poem I'm writing about. Okay. Arrow, the merry girl's cook. Tarkly! Welcome to our home. Lana's watch isn't much, but it's ours. Find a medicine chest. Oh, oh, oh. Sell items. Da packen wir doch gleich mal alles rein, was wir hier so haben. Akzeptieren das und gucken, was wir hier kaufen können. Wir haben hier zum Beispiel Gürtel. Zwei Stück davon kostet das? Das gibt's ja gar nicht. Ja, der macht 20, der macht 11, dann nehmen wir doch den einfach mal. So, dann haben wir den, rüsten den auch direkt aus. Oh, 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 da verändert sich was. Unser Schild verändert sich. Okay, also wir bezahlen nicht mit Gold anscheinend. Sondern mit diesen Rollen oder anderen Items, die wir finden. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben hier so ein Geldzeichen. Und gehen einfach mal in den Online-Shop. Warum Firefox? Ja gut, lassen wir das die ganze erstmal. Mache ich halt demnächst nochmal ein zweites Gameplay, wenn ich ein bisschen mehr weiß. Okay, finden wir die Medizin. Das Blau ist wahrscheinlich, wo ich gekommen bin. Das Rote ist der nächste Ausgang. Players in the same party will join the same areas. Sonderlich hübsch sehen wir ja noch nicht aus. Wir wollen ja hier auch nicht bei Jeremy's Next Topmodel gewinnen. Richard Husk haben wir hier. Oh, warte mal, da wollte ich doch noch was ausprobieren. Wo muss ich, wo mache ich denn den? Kann ich den irgendwo draufziehen? Will ich den jetzt? Jetzt kann ich den machen. Da haben wir doch gleich einen Zombie, der so ein bisschen bedeppert durch die Gegend läuft. Na, komm mit, Kollege. Aber schon wieder einen Mana-Mangel, also das finde ich jetzt nicht so schön. Nur ein bisschen zu oft. Mein Zombie hat sich auch gerade verabschiedet. Den rufen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob der zeitlich gebunden ist. Steht das hier irgendwo? Minutes have 18 maximum life. Can raise up 3 zombies at a time. Kann ich aber gar nicht. Wahrscheinlich erst, wenn es hochgelevelt ist. So, den haben wir auch kaputt. Oho, die sind ein bisschen flotter unterwegs. Was sind denn das für welche? Wood Club, Iron Greaves. Ach, wunderbar. Jetzt haben wir auch noch Stiefel. Die Rüstung sieht jetzt nicht so berauschend hübsch aus, aber das ist ja auch erst der Anfang des Spiels. Oho, ihr geht da mal alle weg, bitte.
Na, ich glaube, den Zauberer zu wählen war schon die richtige Entscheidung. Hier haben wir nochmal... Oh, da kommen ein paar mehr. Pfeifen uns doch Rust Sword. Gleich mal so einen Mana-Trank wieder rein. Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich denn davon? Ach, das ist einer und der hat verschiedene Aufladungen. Iron Gauntlets. Jetzt müssten wir auch Handschuhe haben. Tatsache. Das freut mich. Hier sind wir auch wieder bei mehreren Gegnern und haben auch gleich wieder ein Level up. Mein Schild geht auch rasant runter, also das wehrt die Angriffe vorerst ab, bevor es an meine HP geht. Der Phönix ist jetzt Level 3. Hier kann ich 8% Mana increase. Das erinnert mich so ein bisschen an das Sphero-Brett von Final Fantasy X, falls ihr das kennt. Spell Damage. 10 Intelligenz. Was haben wir hier? Den Lord of the Dead. Können wir uns jetzt aussuchen, in welche Richtung wir gehen. Intelligenz, Intelligenz. Seventh. Firewalker. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen in die Richtung. Damit wir so ein bisschen mehr Schaden auch machen. So, mein Zombie hat jetzt auch ein Level up. Da haben wir nur einen neuen Helm gefunden. 8 hatte unser auch. Irgendwie lässt er sich nicht immer beschwören. Ach, ach. Ja gut. Ja, nichts gesagt. Wir brauchen Leichen dafür. Wunderschön. Also so eine Mischung aus Totenbeschwörer und Zauberin haben wir jetzt. Das hier genau. Die Hexe. Oh, 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 oh. Da kriege ich gerade tierisch auf die Fresse. Ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu weit vorgewagt. Versuchen wir es nochmal gerade hier. Laufen noch ein klein wenig. Da wird sofort wieder losgefeuert auf uns. Ich weiß ja nicht, ob das so intelligent ist gegen Feuergegner direkt mit Feuer zu kämpfen. Ich meine, man soll ja Feuer mit Feuer nicht bekämpfen. Ah, die berühmten Portalruhen oder Rollen gibt's hier auch. Kollege, du hast jetzt mal gleich Sendepause hier. So langsam nervt mich das nämlich. Ist gut jetzt? Danke. Too much clutter. Was haben wir denn hier? Splintered Tower Shield haben wir hier. So, Helm können wir auch mal umtauschen. 6. Hat auch 6. Also scheint alles so zu... Hier haben wir einen Alteration Chart. Ah, jetzt habe ich den einig. Ja, jetzt ist egal. Hä? Was ist denn hier verkehrt? Ach, hier sind die ersten Spieler, sehe ich gerade mal. Mich schon gewundert, ob ich jetzt hier alleine bin. Das ist ja interessant. Die sind einfach so hier. Na gut, jetzt haben wir schon mal einiges gesehen. Damit beende ich mal mein erstes Gameplay-Video. Wie gesagt, Exile of Death heißt das Ganze. Den Link dazu, den Download-Link, verlinke ich auch in der Beschreibung des Videos. Also, freut euch aufs nächste Gameplay. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch meine anderen Videos, auch vor allen Dingen zu Diablo 3. Und demnächst gibt es auch wieder ein paar Gewinnspiele. Bis dann, ciao.